Der angeschlagene Galeria Karstadt Kaufhof Konzern wagt einen Neuanfang mit einem Wechsel an der Führungsspitze. Nach dem Ende des laufenden Insolvenzverfahrens soll der frühere Kaufhofchef Olivier van den Bosche die Leitung übernehmen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Den Abschluss des Verfahrens datiert das von finanziellen Problemen geplagte Unternehmen auf Anfang Mai. Galeria-Aufsichtsratschef Wolfram Keil äußerte sich optimistisch zur personellen Neuaufstellung. Olivier van den Bosche ist als Galeria-Vertriebschef und ehemaliger Kaufhof-CEO wie kein anderer für den Neustart nach erfolgreicher Beendigung des Schutzschirms prädestiniert. Van den Bosche war zwischen 2014 und 2017 Leiter der damals noch eigenständigen Warenhauskette Kaufhof gewesen. Er wird den bisherigen Galeria-Chef Miguel Müllenbach ablösen, der in die Geschäftsführung der Galeria-Muttergesellschaft Signa Retail wechselt. Galeria ist derzeit aufgrund seiner wirtschaftlichen Misere in den Schlagzeilen.